fahren. Grillen sind wirklich neuer Tag, neues Glück. Für mich geht es jetzt los in den restlichen knapp 400 Kilometer runter nach Tampa, Florida. Genauso sagen nach Mulberry. Mulberry. So, dann lade ich dann. Dann geht es rauf nach Ontario Richtung Kingston. Ja, 20 Minuten muss ich hier meinen Arsch noch absitzen, dann ist mein Reset vorbei. Dann habe ich genau 15 Minuten Spielraum. Ist auch knapp berechnet, aber schauen wir mal, wie wir werden. Ah, wir haben da jetzt 8:30 vormittags, 26 Grad plus 27 mittlerweile. Und Kaffee, Kuchen, Frühstück. Passt schon alles. Jo, dann werde ich dann schon langsam mal einen Check machen. Beziehungsweise habe ich das die ganze Woche gemacht, weil ich ein paar Mal rundherum gegangen bin und was geschaut habe auch. Ja, hört sich einig jetzt mal. Ja, ganz schön viel Verkehr da, tragst du. Resümee von dieser Tour bis jetzt. Es ist einmal interessant, so lange Sachen zu fahren, aber ist aber so, ich bin mehr der Prärie-Traktor. Ich habe lieber nichts an mich, keinen Verkehr. Irgendwo in nirgendwo auf einer Range Road. Das ist ärgerlich. Ja. Der Eisrot wieder nächstes Jahr. Angemeldet habe ich mich schon. Schauen wir mal, ob es was wird. Ich sage immer, das Asphaltkratzen hier, das kann ja jeder. Das, da ist nichts dabei. Einfach nur fahren. Ja, wie gesagt. Mal sehen, kommt dem ja wieder mal, gell? Gesperrt, also 13 gibt es insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie viel das man in Luxemburg hat oder auf dieser Shell. Da war ja auch vorhin mal tanken. Da sind auch relativ viele Zapfsäulen oder Tanklanes. So, jetzt haue ich da schnell einen Zwischenschnitt rein. Also wer weiß, wie viele Tanklanes oder Tankspuren da in Luxemburg auf dieser Shell sind, könnt ihr es gerne in den Kommentaren hinterlassen. Danke dabei, okay? Pfiat euch. So, ich gehe nochmal rund ums Auto und dann geht's los. Bitte. After 200 meters, keep left.
Keep left. Straight on. Schon wissen. Und wieder rauf auf die Interstate. Ja, ich mache jetzt immer so Zwischenschnitte, weil ich tue es gerade zusammenschneiden und ja, dann mache ich wieder ein Video, wenn ich was mache ich wieder einen Zwischenschnitt, wenn ich was erklären muss und so. Und, ja, es sollte ein bisschen unterhaltsam sein, weil da an diesen Farben Landschaftsaufnahme da nur geradeaus, das ist einfach. Szene ist schon herunter von der Interstate Richtung Westen nach Marlberry. Die letzten, glaube ich, 50 oder 40 Kilometer bis zur Firma. War eigentlich eine gut ausgebaute Strecke, am Anfang sogar vier achtspurig und nachher ist sie einfach nochmal auf zwei Spuren noch zusammengegangen. Mittlerweile bin ich bei der Firma, kurz vor dem Beladungsende. Die Temperatur hat ungefähr 35 Grad, nur betragen allerdings die Luftfeuchtigkeit war so extrem, also wie ich da ausgestiegen bin aus dem Truck, die rennt alles runter, innerhalb von 2-3 Minuten, das ist Wahnsinn, Wahnsinn.
Wohn schwer erkennen kann. Ich bin in der Ladestelle. Ja, heute werde ich nicht mehr recht viel anreißen. Ganz grob Samstagmittag. Heute war Mittwoch, Samstagmittag, Samstagnachmittag, früher Nachmittag. Kann ich mir abladen. Und ja. Dann weiter geht, weiß ich nicht. Wie gesagt, die Strecke jetzt, schaut mal da mal um, geht jetzt da rauf, also in Florida, über da Daytona Beach, darauf, alles die Interstate 95, alles hoch, Werfeld ein, Washington State, ja, okay, dann. Und dann, ja, weiter alles bis rauf zu Thousand Islands, das ist der Grenzübergang. Und ja, und bei Kingston dann ist es zum Abladen. 2300 Kilometer. Es ist relativ warm hier, 35 Grad. Ich werde maximal 105 fahren, eher sogar nur langsamer, um einfach die Reifen zu schonen. Weil ich für USA voll ausgeladen bin mit 36.300 Kilogramm höchstzulässiges. Und also Crossweight. Und ja. Schauen wir mal, Orlando möchte ich heute noch schaffen und alles, was dann noch weiter ist, ist noch mein Bonus für heute. Ich hab den Knoten in meiner Zunge. Ich hab den Dispatch gesagt, ich muss einfach am 31. wieder zu Hause sein. Und, ja. Weil da kommt meine Frau wieder von Europa.
Pyongyang. Habe jetzt ausgeschalten. It's 4 in the morning heißt das Lied übrigens. Und ich mache jetzt Feierabend auf diesem Parkplatz. Arschlecken für heute. Ich will nicht mehr. Ich hätte zwar nur 6 Stunden Fahrzeit, aber 2200 Kilometer bis Samstag. Also, das könnte ich sogar im Rückwärtsgang schaffen. Also die jetzige Strecke ist jetzt gegangen von westlich von Tempa. So eine Schnellstraße rauf auf die Interstate 4 oder I4. Dann auf Daytona Beach. Orlando, Daytona Beach. Das nächste ist an Jacksonville und da geht es jetzt immer rauf Richtung Norden. Und es gibt zuerst, morgen gibt es die Richtung Norden. Morgen gibt es die Aufnahme Richtung Norden, das heißt. Und ich gehe jetzt ins Bett und bei mir geht es weiter um 5:30, um 4:30 geht es weiter. Dann hoffentlich nicht mehr so viel Verkehr wie jetzt am Schluss. Also, bis morgen, bleibt's geil, fährt euch. Feierabend, dann rauffahren nach Ontario am zweiten Tag. Oh, genau, gestern bin ich nicht mehr so weit gefahren und steht in Emporia, wenn man das so ausspricht, keine Ahnung, in Virginia. So, jetzt wollte ich noch schnell tanken. Left, ich weiß nicht. So, wie viele Meilen sind wir denn gefahren? 664 Meilen, das geht, das kann man lassen. 664. Dafür war ich gestern ein fauler Sack mit 325 Meilen. Ah ja, jetzt schauen wir uns die Losen auf von gestern. Jetzt heißt die Heide. 10 Stunden 44 und 23 Minuten Arbeitszeit. So ist 10, 44 und dann die 23. Das sind 45, 55. Ja. So. Noch dran.
wieder die Hälfte vergessen gestern, weil das Bier wieder wichtiger war. Jetzt war es auf 50 da schon, ja. 1, 12. Nur 52 sind es. Nur 4, 2. Nur 4 plus 23 sind es 2, 27. So, schaut's aus. So schaut's aus. Und jetzt? Das ist meine Apfeltasche, weil es so gut ist und gesund. Großer Truckstop, 235 Plätze. Weiß gar nicht, wie viel das Geiselwind hat. Aber da findet man schon einen Platz, auch wenn man später herkommt. So, ich werde wieder meine Erdnüsse auspacken. Ein bisschen draußen noch hier sitzen. Jetzt holen wir mal Wasser. Wasser, das wieder runter. So, was haben wir denn? Mal interessanterweise. Ich hört das nicht. Achso, Zündung erschalten. Clip Summary. Das. Volltrip. Also bis jetzt habe ich auf den Trip 30,2 Liter gebraucht. Schreckt mich nicht. Davor habe ich aber 42 Stunden Idle Time schon gehabt, also laufen lassen über die Nacht und alles, weil es so warm war. Durchschnittsgeschwindigkeit 65 km/h. Ich sehe klar, wenn du es länger laufen lässt, im Motor haut du den Durchschnitt von der Geschwindigkeit wieder zusammen. Ja. Und insgesamt dauert diese Tour jetzt schon 88,4 Stunden. Das ist ganz interessant. 1462 Liter Sprit braucht. Kann das sein? 1462. Ah, kommt hier nochmal. So, jetzt werden wir schnell Wasser vorhin. Yep. Also, ich weiß nicht, entweder habe ich mal ein Bandel zerrt in der Leisten herinnen oder. Oder meine Hüften hat Abnutzungserscheinungen. Oder ich muss wieder mal wirklich gescheit saufen, dass wieder alles gut wird. So, jetzt gehen wir mal raus. Das ist ein schöner Tag, ist ja nicht so warm jetzt momentan. 25 Grad auf die Nacht, jetzt um 7 Uhr. Das geht schon. Ich möchte mal mit raus. Schauen wir mal die ganzen Zusatzlichtel ab, weil sonst jammert da wieder, keine Batterie, kein Strom, ich kann die nicht wegstarten. So, wer die Wahl hat, hat die Qual. Käsetasche oder Apfeltasche? Ich esse beide. Also, ich wurscht das. Ach, ein paar Bewegungen sind scheiße, was ich tue. Scheiße nicht. Ja. Ich will schon wissen, ich stelle das Handy da her. Wasser. Ich muss euch was zeigen. Ich fahre so langsam,
Hat man da sogar die Spinnweben sieht. Seht ihr es? Ich bin zuerst bei Tanken schon aufgefallen. Ich will was sagen, wenn man ein Leiberl auf ein schwarzes, schaut so aus, wie wenn ich mich nicht waschert. Ist er so. Hey. Nein, Spaß. Wisst ihr, ich müsste das auch so sagen, das ist wie eine Wiedererkennung. Denkt mal an eure Jugend zurück. Die Schlümpfe. Die Dinos. Bob der Baumeister. Bader der Bass. Die haben alle immer gleich ausgeschaut. Nicht zu vergessen, die Teletubbies. Versteht ihr? Wiedererkennungswert ist das. Das ist aber wie meistens ein Chino und ein schwarzes Leiberl. Und ich glaube, ich habe 20 schwarze Leiberl. Muss ich dir mal zählen? Zählen, schön sprechen, zählen muss ich dir mal. Zählen. So, jetzt haue ich mir so eine Apfeltaschen da rein. Jetzt sieht man es, da liegt es. Ey, wurscht. Ja, lass ich euch zuschauen, dass ihr Hunger kriegt. Lass ich euch zuschauen, dass ihr Hunger kriegt. War nicht gesund, aber gut. Wie alles. Kleine Muskeln, ne? Aktien kaufen von der Firma, weil was ich da verschlinge, da bin ich der beste Kunde. Jetzt sind wir auf der Aufliegernummer 3397 und 397. Das hat er gesehen. Eigener Auflieger. Also eigener Auflieger. Und wie man gesehen hat, jetzt habe ich ein Produkt geladen, da lernen die Fische das Rückenschwimmen. Braucht man es ja noch nicht mehr lernen, geht automatisch mit dem Produkt. Wie man sieht, jetzt haben sie ein bisschen Scheiße einer da, aber das ist wurscht, das ist so tragisch. 8 ist eine Säure. Das ist die Nummer, wo man das Produkt identifizieren kann. Oh. Aua, jetzt tut es wieder weh. Also. Ja, ja. So schaut's aus im Schneckenhaus, Leon. So schaut's aus im Schneckenhaus.
Ah, sitzen ist doch noch angenehmer, da tut nichts weh. Da tut nichts weh. Servus, schaut her, wieder ein schwarzes Leiberl, Niagara-Fälle steht diesmal oben. Feierabend für heute und diesmal, diesmal schauen wir mal, ob es wieder einen erhobenen Finger gibt von der Firma. Es ist Freitagabend, ich habe morgen noch, was haben wir morgen noch? 241 Kilometer bis zu meinem Hotel, dann verbringe ich das Wochenende wieder im Hotel. Ja, unsere Firma zahlt auch Wochenende. Also zahlt Hotel und dann das Reset dazu natürlich extra, damit der Fahrer im Sommer nicht im heißen Auto schlafen muss und damit das Auto nicht läuft, der Truck. Auch im Winter natürlich werden Hotels bezahlt. Für zwei Tage, zwei Nächte, je nachdem. Ja, ich wollte eigentlich heute noch bis nach Kingston kommen in die Area, wo ich eigentlich morgen hinfahre. Ist ja nicht ganz ausgegangen, es war so viel Verkehr da auf. Ja, schön das einmal gesehen zu haben, aber wie ich schon gesagt habe, ich bin eher der Prairie-Trucker. Also, ich kämpfe mich lieber auf der Eisrot oder auf der Range-Rot durch. Hallo, wo ist denn die Ableitestelle? Ich finde nicht hin. So, und ja, wie ich gesagt habe, das war ich da vorne meiner. So, wie gesagt habe, jetzt wird es wieder eine auf den Tücke geben für den Rundi. Ja, oder? Ah, das Lenkrad ist zwar adjustable, aber nicht viel. Also, wie wir schon immer gemacht haben die letzten Jahre, am Wochenende, ich habe zwar morgen einen Arbeitstag, aber ein Bier schadet nicht. Prost auf das Budweiser, ist nicht schlechtes Bier. Ich weiß gar nicht, ob es das in Europa auch gibt. Zum Wohl, wir sehen sie. Also ich mache morgen noch eine kurze Aufnahme vom Grenzübergang, weil das ist eine sehr schöne Gegend dort, das Thousand Islands. Kann ich jedem empfehlen. Die haben mal einen Roadtrip gemacht, zum Beispiel von Halifax, Prince Edward Island, Richtung Toronto. Schaut bei den Thousand Islands vorbei. Liegt direkt am Weg vor Kingston, also östlich von Kingston. Und ich habe dort Honeymoon gemacht, also ich bin mit meiner Frau damals zur Hochzeitsreise hingefahren, war leider der Aussichtsturm gesperrt. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile wieder offen hat. Scheiße. Ja. Ich schneide das nicht zusammen, ich sage das einfach so. Ich weiß nicht, ob er wieder offen hat. Kann sein, wie gesagt. Aber es ist trotzdem auch ohne diesen Aussichtsturm sehr schön dort. Und ja, das ist praktisch. Jetzt wird wieder der Bullshit-Tag, weil ich das falsch sage, weil ich mich noch nicht erkundigt habe. Aber ich glaube, der St. Lorenz-Strom, was da vom Atlantischen Ozean reingeht da.
müsste eigentlich der St. Lorenz-Strom sein. Bis 10, ich habe es eh schon mal angedeutet. Geografischer. Also, in dem Sinne, schönes Wochenende mal. Prost! Jo! Ah, jetzt ist eingekostet der Sitz. Jetzt nehmen wir euch nochmal schnell wieder raus. Sieht, heiß ist es heute wieder, ja. 32 Grad so, und wie gesagt, diese Nacht schlafe ich noch im LKW, weil es eben nicht ausgegangen ist. Noch was für alle, die mir so vergönnt hätten, mein Problem mit der Hüfte, muss ich leider enttäuschen, es wird schon wieder merklich besser. Ich habe aber das auch erst, seitdem ich das neue Auto habe und ich bin drauf gekommen. Das ist ein anderer Sitz da drinnen, jetzt habe ich mir die Sitzanstellung ein bisschen umgestellt. Und es wird wieder besser, es wird schon wieder viel besser. Also für alle, die wollen, dass wieder Blitz beim Scheißen trifft, wie wir schon mal gehabt haben in einem Video. Oder die hoffen, dass meine Hips, meine Hüften kaputt sind. Es war was, ja, es war was. Ja, es ist eh nach wie vor. Und zwar, ich habe auch daheim so ein Fitnessgerät gekauft. Also meine Frau hat sich das gekauft. Da kann man mit den Füßen so diese Gewichtungsstämmen und so. Das habe ich auch gemacht vor kurzem, wie ich einen LKW gekriegt habe. Das heißt, kann vielleicht beides zusammenkommen sein, einfach die Überbelastung von den Sehnen. Es dürfte ein Sehnenproblem sein, weil es ist nur, wenn ich den Fuß, jetzt geht es eh wieder, wenn ich den Fuß eigentlich deppert belaste. Also, wenn man da reingreift, da spürt man genau die Sehnen, wenn sie angespannt werden. Und genau in dem Moment tut es weh. Also, nimmt das eine Muskelentzündung, Sehnenentzündung, vielleicht ist es ein kleiner Faserriss, was weiß ich. Aber wegen sowas gehe ich nicht zum Doktor, bin ich auch noch nicht. Weil es wächst eh wieder zusammen und dann geht es weiter, das Leben. Wie immer sagt, nur die Harten kommen durch und da fahren nur 1%. So. Ah, jetzt habe ich gerade einen Kommentar geschrieben. Jetzt werden meine Follower wieder runtergeben, wenn sie denken, ah, der Route, die eingebildete Drecksau, hätte ich schon mal gesagt. Ist ja so, ich nehme kein Blabel vom Mund. Auf meinem Kanal wird auch das Wort Scheiße fallen oder andere Sachen. Ich habe extra, wenn ich es hochlade, das Video, muss ich anklicken, nicht für Kinder geeignet. Also in dem Fall, wieso ist es regulär hier auf diesem Kanal? Und wer es nicht vertragt von den Erwachsenen, bitte. Tschüss. Auf Wiedersehen. Reisende soll man nicht aufhalten. Das war ein Problem früher, wir haben sie immer aufgehalten. Da bin ich erst so spät nach Kanada gekommen. Leider. So, und jetzt fällt mir der Arm ab. Jetzt muss ich noch ein paar Schreibarbeiten machen. Nehme ich jetzt nicht auf, weil haben wir schon genug gemacht. Ja, jetzt habe ich mit Dispatch telefoniert, Montag. Vor allem zur Reinigung nach Mississauga, also bei Toronto. Dann durch Trailer switchen, da ist ein anderer dort. Und dann haben wir ein neuer Fahrer, der nimmt sich den Trailer, macht die zweite Fuhr, die ich machen sollte noch. Allerdings, da meine Frau in Europa ist und am 31. wieder zurückkommt, muss ich am 31. auch zu Hause sein. Außerdem fängt da jetzt dann mein Urlaub an. 3 Wochen, oder vielleicht geht es sogar 4 Wochen, ich weiß noch nicht. 3 sind aber fix. Und ja, und wenn ich nur wieder runterfahre, Florida, würde sich das nicht ausgehen mit der Zeit. Weil ich ja eine zweite Fuhr geht auf Montreal. Und jetzt ist der. Jetzt ist der Würfelte. Heute ist schon der 23. Naja, 3 Tage fast runter, 26. 4 Tage, 3 Tage wieder rauf. 27. 29. 30. Montreal fahren wir einen Tag nicht auf Winnipeg. Das geht sich nicht aus mit Lasten. Also macht es ein anderer. Ganz einfach. Der neue Fahrer, haben sie mir gesagt. Ja, lerne ich wieder einen neuen kennen. Ein anderer hat auch angefangen. Den werde ich wahrscheinlich dann noch kurz einschulen. In deutscher Sprache. In diesem Sinne, Servus Mario. Und
Ja, danke, endlich haben wir meinen wohlverdienten Urlaub. So, und jetzt höre ich das Labern auf, weil sonst heißt es wieder. Okay, and where did you go? I was in Florida, in Alpbury. What are you carrying? Oh, it's a kind of product for a pavement. I don't know it exactly for what to use it. It's okay. For pavement. Did you buy or receive anything when you were gone? No, nothing. Any alcohol or tobacco products coming no. back? No. And is this the truck that you always drive? Yeah. Yeah. Have you crossed here before? Not here, it's my first time. And I used my first time my PR card. Pardon? It's also my first time for my PR card. Okay, you just got it? Yeah, for a couple of weeks. Okay. Like new PR? Yeah, yeah. Completely new. Oh, very nice. So, where did you deliver in Florida? I come empty down from Winnipeg to Florida, okay. Pick up this load and go to Bath, okay. Ontario. What's your
What day did you pick it up on? Lake Park was the 21st. Okay, have a good day. Thank you, you too. So, bonjour, sind wir wieder in Kanada. Jetzt muss ich da noch schnell umschalten. Gehen wir jetzt noch auf US. So, somit. Und jetzt bin ich wieder in Kanada eingeloggt und weiter geht's. Vorne ist übrigens der Thousand Island Tower. Der war leider damals zu, wie ich hier war. Jetzt schaut es aus, wie wenn offen wäre. Und ja, haben wir sicher einen super Überblick von oben. Und ab jetzt gelten halt wieder weiter bis Kingston Area, also gute 80 Kilometer, dann kommt der Truckstop und dann mache ich wieder Reset, fucking Sommerloch, sorry, dann nur fucking Sommerloch, ist ein Wahnsinn, ich scheiße mir früher eine und Montag dann entladen. Weiter bis Mississauga, also Toronto, Aufleger wechseln, da kommt einer entgegen mit einem anderen Aufleger und dann zurück nach Winnipeg. So, wie man schwer erkennen kann, ich bin im Hotel. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen die Zeit vertreiben können, ein bisschen unterhalten.
Hat euch gefallen, lasst ein Abo da, ein Like, kommentieren. Und wie ich immer sage, bis zum nächsten Video. Bleibt geil, schaffiert euch und verbaut der Welt.